Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine Runde FIFA 21 mit dem FC Schalke 04. Dies soll eine kleine Serie werden, hoffe ich mal. Wenn nicht zu viel dazwischen kommt, wir wählen jetzt erstmal das Vorbereitungsturnier aus. Unseren Trainer habe ich schon erstellt. So, wir haben auch eine kleinere Finanzspritze schon. Und wir räumen jetzt erstmal die Jugend aus, weil das ganze Zeug brauchen wir hier nicht. Alle unter einer 60, alle unter 60er Gesamtstärke können eigentlich weg, weil wir die ja nicht gezielt trainieren können. Heißt, der größte Teil ist jetzt weg, beziehungsweise eigentlich alle außer einer. Erstmal unsere Mannschaft. Momentan steht Paciencia und Ruth vorne im Sturm. Dahinter Serda, Mascarell und Pentalab. Otschipke, Nastasic, Sané und Kabak. Und auf der rechten Seite. Also zuerst stellen wir einmal um. Momentan spielen wir ein 5-2. Ja, ich bin aber lieber für ein 4-2-3-1. Das heißt, wir spielen mit Paciencia vorne im Sturm. Erstmal wartet ab, da kommen noch Transfers. Gut, im ZOM. Schöpf ist da noch nicht so ganz richtig. Fürs Erste kommt da Matondo hin. Oder Ramann, wenn die das unbedingt wollen. So. Wir haben auch keinen breiten Kader, wie man sieht. So, wir haben Renault ausgeliehen, dafür Schubert verliehen nach Frankfurt. Der Torhüter kann erstmal weg. Michael Langer, 35 Jahre alt. Ralf Fährmann wird nicht langfristig, aber erstmal die Nummer 1 werden. Wieder bei uns. So. Hasamundi. 22. Ja, kann weg, zeigt kein Potenzial mehr. Also steht im auf alle Fälle keins mehr da. Karim Şanoğlu. Kann auch erstmal weg. Bleibt. Ist auch schon 31. Oh Gott. Heißt, da brauchen wir auf alle Fälle einen Nastasic. Bleibt auch. Stamboli. Also der soll auf alle Fälle ausgebildet werden langfristig bei uns. Salif Sané wird aussortiert. Das heißt, in der Innenverteidigung spielen wir erstmal mit Nastasic, Stambouli, Michaels, So und Kabak da. Das geht auf alle Fälle fit. Ein Linksverteidiger bräuchten wir gegebenenfalls noch. Rechtsverteidiger, weil damit kann man ja nicht arbeiten. Die Leihe können wir auch beenden. Von Ludwig bringt auch nicht viel. So. Dann sind wir jetzt beim Mittelfeld.
erstmal haben wir da Mascara. Serra. Der kommt weg. Dann hätten wir da noch Bentaleb. Beziehungsweise wenn ich Rudi zurückholen kann, Schöpf eigentlich gehen. Dann ja, holen wir Rudi zurück. Tschüss, Schöpf, war schön mit dir. Dann noch haben wir noch das zentrale Offensive mit dem Feld. Also hier brauche ich 4, 1, 2, 3, 4 haben wir. Der wird verkauft, der weg. Dann haben wir Ud, Harit. Das ist irgendwer, der. Ich glaube nicht so viel Potenzial. Bostogan auch erstmal nicht. Es kann weg. Wir brauchen 6 insgesamt, 6 ZOMs. Dann könnten wir Matondo eventuell umtrainieren zu einem ZOM, dadurch auch nochmal Gesangsstärke plus macht. Ja, Matondo erstmal allein. So, dann Utarit. Injolep kommt weg, Boss sogar auch, der auch. So, dann haben wir für den Sturm Kutucu, der wird verliehen. Dann Steven Skripski, da verlängere ich kurz den Vertrag. Der verkauft. Ibisevic verlängern wir auch nochmal den Vertrag. Um ein Jahr. So. Paciencia haben wir ja. Und dann würde ich Ramar nochmal zum ZOM trainieren. Damit wir auf alle Fälle da schon mal 3 haben. Da bräuchten wir aber 6, weil ich will alle Positionen doppelt besetzt haben. So, dauert 4 Wochen. Das heißt, in der Transferphase wird das noch beendet. So, dann stellen wir Fährmann wieder ins Tor. Rudi kommt wieder mit. Renault auf die Bank. Wir erstmal nach möglicherweise Spielern, die uns weiterhelfen könnten. Nicolas Gonzalez könnte so einer sein. Dann gucken wir uns mal hier um. Nina Costa könnte auch so einer sein, der uns weiterhilft. Dann gucken wir mal, wir suchen auf alle Fälle nach Talenten. Fangen wir mal an in Mainz. Mateta könnte was sein. Weißdorf ist kein Talent mehr. Könnte man mal gucken.
Also wir brauchen auf jeden Fall Verteidigung am meisten. Das heißt, wir gucken jetzt mal nach Dortmund. Rein hier könnte man schon mal scouten und sich merken für die nächste Saison. Darut könnte auch noch interessant sein. Passler könnte auch noch was. Und vor allem Rainer. Weil wir brauchen vor allem rechts einen Rechtsverteidiger, richtig. Oder zumindest einen guten. Dann wären Linksverteidiger auch nicht schlecht. Wir brauchen einen guten Rechtsverteidiger und einen okayen Rechtsverteidiger. Aber da finde ich jetzt nichts, jemanden, den man holen könnte bei Augsburg. Gehen wir mal wieder eins rüber zu den Bayern. Zirkzi wäre eine Option. Können wir doch vielleicht Laie zum Kauf machen. Eintüten. Mark Rocker wäre vielleicht noch interessant. Ich werde auch mal Tolisso scouten. Nian Su. So. Dann gehen wir weiter. Beziehungsweise ich zeige euch dann, wen ich alles auf die Transferliste gesetzt bitte, was er auf die Wunschliste gesetzt hat, dann sehen wir uns. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt die ersten Trainingseinheiten gespielt. Es sind natürlich die Spieler noch nicht gescoutet. Das ist klar. Vorbereitungsturnier. Aber erstmal muss ich die Musik von EA leiser machen. Dann gucken wir mal, was wir für Mails bekommen haben. Karim Şanoğlu. Bericht entfernen. Scope bitte auch entfernen. Genau wie so wie im Polo. So, und die scouten wir alle. So, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich diese Trainingseinheit fertig gespielt habe. So, da sind wir wieder. Wir haben zweimal eine B und einmal eine A geholt. Und damit geht's jetzt auch schon rein ins Vorbereitungsturnier. Ins erste Spiel gegen den FC Getafe. Oder Getafe. Wir benutzen das Feature Schnellsimulation. Wir spielen das nicht und wir simulieren das nicht. Wir simulieren das schnell. Weil die ganz normale Simulation ist so langsam wie das Spiel. Beziehungsweise so schnell. Und bei meinem Computer funktioniert die nicht so gut. Deswegen machen wir die Schnellsimulation. Und wir verlieren direkt 4:1.
Was ist da los? Und da haben wir auch schon die ersten Scouting-Abschlussberichte. Einmal für Halstenberg. Alles. Kunde Malon. Mateta. Und das war's. Dann ein Angebot für Amin Harit. Den wir aber noch nicht abgeben wollen. Wenn sie die Freigabe Summe ziehen sie sie. Aber so lange müssen wir keine abgeben. Also erstmal zumindest noch nicht. Dann gehen wir gleich ins zweite Spiel gegen Crystal Palace. Vorher ein Leihangebot für Ahmed Kutucu. Das delegieren wir, weil wir nur eine ganz normale Leihe wollen. Und zwar von einem Jahr, das passt. Weil sonst, wenn ihr in die Verhandlungen reingeht und eine ganz normale Leihe anbietet, dann funktioniert das nicht. So, springen wir gleich wieder zum Ergebnis und sehen, wir haben 1:1 gespielt. Was nicht gut ist, aber auch nicht schlecht. Bedankt sich für das Gespräch. Es tut mir leid, dass ich so hart sagen muss, aber ich sehe leider keine Zukunft mehr in diesem Verein. Hier macht das hier einfach keinen Spaß mehr. Aber wir brauchen ihn noch. Sagen wir einfach mal. Freigabe für Summe für ihn wurde bezahlt von Crystal Palace. Weil er ja gerade das Tor geschossen hat, die wollen ihn deswegen kaufen. Ich sag halt mal so, für einen anständigen Preis würde ich ihn auch gehen lassen. Ja, okay, ist schon das Doppelte seines Marktwerts. Ganz ehrlich, dann soll er gehen, wenn er es unbedingt will. Kürzlich über mein Gehalt gesprochen. Es hat sich nichts getan, das macht. Wir haben gar nicht über sein Gehalt gesprochen. Wenn man hier hochgeht, ich kann nicht weiter hoch. Tut mir leid, ich hatte zu viel. Ja, genau. Aber wir können ihn ja nicht ver. Anpassen den Vertrag. Geht ja nicht. So. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich diese Trainingseinheiten gespielt habe. Okay, ja, ich habe 2 Cs gemacht. Beim Mauerstopper hätte es nicht sein müssen und bei dem der Steilpass auch noch nicht. Das hätten eigentlich 2 As sein müssen. Letzte Spiel. Wir müssen hoffen, dass Crystal Palace verliert und wir gewinnen, damit wir auf alle Fälle noch weiterkommen. Alles klar, aus der Traum. Wir können auf alle Fälle nicht weitergekommen sein. Was ziemlich
schade ist. Erstmal will ich hier rüber gehen und es tut mir leid, wie das gelaufen ist, aber nee, ist nicht böse. So. Dann gucken wir mal bei den veränderten Scouting-Berichten. 71 nach 71. 69. Eine 68, eine 66, eine 70, eine 68, eine 80, eine 76, eine 73 und eine 78. So, dann wäre Raman verkauft. Heißt, wir haben jetzt ein Budget von 82 Millionen. Heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiter. So, jetzt sind wir in der Endcard. Wenn ihr oben rechts drückt, kommt ihr zu meinem letzten Video. Darunter ist ein anderes Video oder die Playlist. Und links ist mein Kanal-Logo eingeblendet. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Lasst ein Like da. Ciao. Bis zum nächsten Mal.